wenn wir heuer zum 31. Gast, den wir haben, zum Opernball einladen. Dreimal ist der Opernball ausgefallen, sonst hätten wir schon den 34. Gast. Ein Gast steht schon fest, das ist die amtierende Miss Vienna, die seit Samstag Miss Vienna wurde. Vielen Dank. Bitte. Und jetzt geht es um den Gast. Sie ist in New York geboren, in Brooklyn. Ist dann mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen, weil ihr Stiefvater ein Besatzungssoldat war. Und sie hat dort ihren späteren Ehemann, der ebenfalls Militärdienst in Deutschland gemacht hat, mit 14 Jahren kennengelernt und hat und die haben sich sofort ineinander verliebt und haben beschlossen, wenn sie großjährig ist, dass sie heiraten werden. Mit 22 Jahren haben sie dann geheiratet in Las Vegas. Die Ehe hielt allerdings nur 6 Jahre und aus der Ehe gibt es eine Tochter, die im vergangenen Jahr gestorben ist. Und die Tochter hat ein Enkelkind, ein Kind von ihrer Tochter. Und da gibt es momentan Diskussionen im Fernsehen. Wir spielen den Film, der nach ihr benannt ist, weltweit in allen Kinos. Und seit Jänner spielen wir ihn auch in der Lugner City. Ihr Ehemann war ein berühmter Sänger, sie war eine berühmte Schauspielerin und die Tochter war auch eine berühmte Sängerin. Kommt noch niemand drauf? Ja, weil sie haben schon die ganze... Gut. Sie hat dann mit ihrer Tochter zusammen Graceland ausgebaut als Museum für alles Mögliche und hat das bekannt gemacht. Und Presley ist dann relativ bald gestorben. Also das war nach ihrem Tod, hat sie das bekannt gemacht. Und momentan gibt es eben den Streit, wer der Erbe ist. Normal ist es die Tochter und nicht die Mutter. Und sie war bei der Grammy-Verleihung war sie mit dem Enkelkind. Sie war gestern in ORF, in der RTL 2. Bin ein bisschen verkühlt. Und es gibt momentan relativ viel Wind um sie. So. Mehr habe ich, glaube ich, nicht mehr zu... So, die Frau Siegel verteilt die Mappen. Das Können Sie einmal die Verkündung machen? Es ist... Einen Moment. Foto in die Höhe halten, bitte. So, wir kriegen jetzt dann eine Grußbotschaft von ihr eingespielt. Da ist schon, das Bild ist da. Können wir das ein bisschen lauter spielen? Würden Sie das Bild zeigen? Genau. Danke. Herr Lugner, rechts. Herr Lugner. I can't wait to come to Lugner City and the famous Vienna Opera Ball. Thank you for inviting me to your beautiful city. I've only been there once, and I've loved every moment, and I've hoped to come back. So, I'm on my way, and we'll have a great time. Thank you. Bye-bye. Und sie kommt am Mittwoch um 12 Uhr zu einer Pressekonferenz in die Lugner City. Und um 13 Uhr gibt es dann eine Autogrammstunde für die Besucher der Lugner City. Und am 8. Februar um 18:30 Uhr, glaube ich, ist dann eine Pressekonferenz im Abendkleid im Grau Hotel. Herr Lugner, wie geht es Ihnen denn gesundheitlich? Sie haben gesagt, verkühlt sind Sie noch. Wie geht es Ihnen aktuell? Naja, ich habe Bronchitis und bis Freitag soll es vorbei sein. Herr Lugner, aber die Videobotschaft, das haben wir, glaube ich, haben wir das überhaupt schon mal gehabt? Sie freut sich sehr, dass sie kommt. Ja, das hat meine Tochter organisiert. Diesmal haben wir es selber gemacht und meine Tochter hat halt gewusst, was wir alles brauchen und deswegen hat sie das eben
eine Videobotschaft ihr herausgelockt. Eine Frage hätte ich noch. Ich finde das total tapfer, dass Sie, obwohl Sie krank sind, wir haben gestern kurz telefoniert, jetzt dastehen. Ich habe eine Frage, ja, dass Sie da tapfer dastehen, obwohl Sie quasi krank sind. Haben Sie überlegt in all den Jahren, weil der Opernball ist ja wirklich, es ist eng, es ist ein Rummel, dass Sie sagen, okay, na jetzt nicht mehr? Naja, das überlebe ich schon. Ich fahre jetzt sofort wieder ins Bett, ich habe meinen Mantel im Auto und gehe gar nicht ins Büro, sondern fahre gleich wieder weg. Warum Priscilla Presley? Warum gerade die? Das müssen Sie meine Tochter fragen, aber sie ist eine tolle Schauspielerin und wir haben halt immer tolle Gäste und es ist immer schwer, Gäste auszusuchen, die man sich auch finanziell leisten kann. Glauben Sie, wird sie mit Ihnen tanzen? Ja, das könnte sein, aber meine Tanzkünste sind eingeschlafen, weil es jahrelang keinen Opernball gab und ich schon lange nicht in der Edenbar war. Also ich muss das einmal auffrischen bis am 8. Februar. Hat man schon gehört, ob es extra Wünsche gibt, ob sie gewisse Wünsche hat, was muss man beachten, so wie damals? Extra Wünsche, ich meine, die Frage ist, von den Flugkosten, sie kommt von Los Angeles, will über eventuell nachher woanders hinfahren, weiß wo auftritt, vielleicht auch vorher noch einen Stopp machen. Das ist noch nicht genau geklärt, aber das wird sich in Kürze klären. Ja, grandioser Gast, muss man tatsächlich sagen. Das heißt, Jacqueline, jetzt dieses Jahr, weil da hat man viel noch gemutmaßt, komplett eingebunden, hat das auch selbst entschieden. Bitte was? Jacqueline, Ihre Tochter, hat das eben dieses Jahr komplett schon übernommen und entschieden. Sie hat das diesmal komplett gemacht. Sie ist seit der Paris Hilton, ist sie meine Beraterin. Da wusste ich noch, wer Paris Hilton ist. Aber bei den vielen hübschen Damen kenne ich mich nicht aus. Wir Männer lesen scheinbar andere Zeitungen wie Bunte, Stern und Gala. Und deswegen sind wir nicht so gut informiert wie die Frauen. Aber Priscilla Presley kennen Sie schon? Ja, die kenne ich, ja. Ich kenne etliche, aber manchmal habe ich eben nicht gekannt. Okay. Gibt es besondere Wünsche, die Ihr Gast hat? Nein, haben wir derzeit nichts. Es ist einziges noch nicht geklärt, wie sie fliegt, ob sie vorher wo einen Stopp macht oder woanders nachher hinfährt, aber das wird sich klären. Wir können uns auch wieder freuen, dass sie in der Lugner City bei Ihnen auf der Bühne sein wird. Sie wird auch wieder auf der Bühne präsentiert. Ja, also, das habe ich ja schon gesagt. Es ist am Mittwoch, um den 7. Februar um 12 Uhr ist eine Pressekonferenz im Kino 10 der Lugner City und nachher hat sie eine halbe Stunde Pause und während der Pause wird die Miss Vienna und der Mr. Vienna auf der Bühne vorgeführt und unterhalten. Und dann um 1 Uhr kommen wir zur Pressekonferenz und da wird sie die Deutschmeister dirigieren und vermutlich den Radetzky-Marsch, wenngleich das ein paar Grüne nicht mehr wollen. Vielleicht abschließend noch, was wünschen Sie sich für den Tag am Opernball? Sie mussten ja oft schon lange warten auf Ihre Stargäste. Glauben Sie, wird die Dame ein bisschen pünktlicher sein, Frau Presley? Also, soweit ich von meiner Tochter gehört habe, ist sie relativ verlässlich. Aber es gab wenige, die genau die Zeiten eingehalten haben. Herr Lugner, Kitzbühel, lassen Sie aus. Bitte? Lassen Sie Kitzbühel aus. Kitzbühel war ich schon lange nicht. Ich bin aber vermutlich, wenn ich gesund bin, bin ich am Deutschen Filmball in München am Samstag. Das ist nichts von Bettruhe. Man hat immer wieder gelesen, Bettruhe wurde eigentlich angeordnet, oder? Ja, mein Arzt hat gesagt, am Freitag reden wir noch einmal und dann sagt er, ob ich nach München fahren kann oder nicht. Aber mir geht es heute relativ schon besser. Also die Stimme ist eine Katastrophe, aber ich glaube, Samstag wird sich der Deutsche Filmball ausgehen.